Zweiter Teil 0 stellen biquadratischer Gleichung oder biquadratischer Funktionen und wir haben die Funktion f von x gleich 1/64 x2 x hoch 4, Entschuldigung, minus 1/2 x2 plus 4. So, wir haben jetzt erst die Möglichkeit, dieses hier zu einer 1 zu machen, weil wir gleich erkennen können, aha, hier steht x hoch 4, x hoch 2, nix. Das heißt, ich muss substituieren, PQ-Formel machen und resubstituieren, weil das ist ja das Schema. Wir können aber auch erst sub machen. Dann haben wir x hoch 2 gleich z und x hoch 4 gleich z Quadrat. Dann steht da, und wir sollen ja Nullstellen bilden, das heißt, vorher haben wir mit Sicherheit hier hingeschrieben 0 gleich. So, jetzt haben wir substituiert, dann steht da 0 gleich, halt, ich habe ja so schön Wischer hier, dann haben wir hier z Quadrat und hier haben wir ein z. Dann machen wir als nächstes PQ-Formel, aber wir brauchen ja noch was für die PQ-Formel und zwar als Bedingung müssen wir erstmal noch durch 1/64 teilen, weil das die Zahl ist, die vor dem x-Quadrat steht oder von dem z-Quadrat, das ist völlig Banane, also vor dem mit der Variable zum Quadrat. Also schreiben wir hier hin durch 1/64 und dann steht da 0 gleich z-Quadrat. Habe ich aufgeschrieben, minus 32z plus 256. Jetzt machen wir die PQ-Formel. Z1,2 ist gleich, so, minus 32,5 ist 16, plus minus Wurzel aus 16 zum Quadrat ist 256, minus Q 256, kann jeder sehen, 256 minus 256 sind 0. Und die Wurzel aus 0 ist logischerweise auch 0. Ne? Weil welche Zahl mal sich selbst genommen ergibt 0? Das ist die 0. So, jetzt haben wir hier nur noch eine Zahl zu stehen. Gut, jetzt resubstituieren wir. Resub. Und dann haben wir x Quadrat gleich 16. Wir ziehen die Wurzel plus minus. Dann haben wir x1 gleich minus 4 und x2 gleich plus 4. Das heißt, in diesem Fall haben wir nur zwei Nullstellen. Jetzt können wir uns gleich nochmal kurz überlegen, dafür brauche ich den Platz hier, wie sieht denn eigentlich so eine ganz rationale Funktion vierten Grades aus? Wie viele Nullstellen kann die haben? Also, wir haben einmal dieses hier, das wären jetzt drei Nullstellen. 1, 2, 3. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Ding jetzt zu verschieben, so dass es, wenn wir es jetzt nach oben verschieben würden, dann würde es ja so aussehen. Zack. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Nullstellen. Wir können das Ding aber auch so weit verschieben, dass wir nur zwei Nullstellen haben. Und wir können es auch so weit verschieben, dass wir gar keine Nullstelle haben. Können wir es auch so weit verschieben, dass wir nur eine Nullstelle haben? Yeah. Das funktioniert nicht, denn diese hier sind immer auf der gleichen Höhe. So, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, on y va qu'il mal y pense, wer das versteht, wird wissen, was ich meine. Wenn jemand irgendetwas nicht verstanden hat, bitte ich um einen Kommentar.